Ich habe jetzt schon einige Punkte entdeckt, wo ich reingraben könnte. Ich glaube, das mache ich sogar, anstatt die Haustür zu suchen. Da sind noch mehr Kanonen. Okay. Sehr schön. Das hier ist sogar noch schöner. Da müsste ich nur hier am Gefängnis durchgraben und hier hin und die Kanone loswerden. Und schon habe ich unendlich, und zwar ordentlich unendlich Gold. Aber bis es soweit ist, muss erstmal das Gold hier noch herhalten. Sonst ist ja... Was ist hier? Das sieht verdächtig aus. Das ist eine Bibliothek mit einem Level 1 Magier drin. Puh, die kann von mir aus da stehen bleiben. Die brauche ich nicht. Aber ich will mal kurz hier reingucken. Okay, ich komme nicht an schwarze Ritter ran, aber ich komme mit Seimus hier in die Festung rein. Das sieht sogar ziemlich gut aus, wenn ich dann hier so rum Brücken baue und mich dann da reingrabe. Deswegen muss ich erstmal hier hin graben. Obwohl, halt. Nichts überstürzen, nichts überstürzen. Ja. Nein, ich mach das anders. Und zwar so grabt erstmal das hier für mich frei. Grab mir das hier mal alles aus. Denn auch wenn es banal klingt, ich brauche erst einmal ein Sicherheitssystem. Eure Portale haben so viele Geschöpfe angelockt, wie sie können. Sehr schön. Ich brauche erstmal ein Sicherheitssystem. Weil falls ich da reinbuddel und das schief läuft, dann rennen die mir die Bude ein. Natürlich dann auch hier rein graben. Wie sieht's hier aus? Hier ist eine Tür. Das sieht noch besser aus. Obwohl ich da nicht unbedingt schon bei einem Schatz hier rumgraben will. Nee, machen wir das wirklich so. Ich grab von hier, baue von hier aus dann eine Brücke hin. Dem ich alles mit Fallen zugepflanzt habe, natürlich. So. Sehr schön. Brücke. So, der Raum ist
Gut. Angstfalle. Und Stachelfallen. Können wir uns ja bei dem Mana-Ausstoß, den wir haben, auch leisten alles. Ist ja nicht so, als ob wir uns das nicht leisten könnten. Auch wenn es vielleicht wieder etwas übertrieben ist. Aber ich übertreibe gerne, was das angeht. Ja, sehr schön. So viel Zeit sollte es sein. Eine magische Einheit. Tür wurde in eurer Werkstatt gebaut. Hier kommen Frostfallen hin. Kleine Schatzkammer, dass sie das Gold von da abladen können. Da muss noch die Kanone da weg. Dann kann ich ja schon mal die Brücke hier drüben hinbauen. Was nehme ich denn am besten? Nein, die nehme ich nicht. Ich nehme einen ordentlich ausgebildeten Salamander, wenn ich einen finde. Genau dich da. Patch, Patch, triff mich nicht. Oder ein bisschen wenig nur. So. Eine Indie-Falle wurde in eurer Werkstatt gebaut. Sehr schön. Okay. Du gehst dann mal zurück und isst. Skelette können wir mal trainieren lassen. Haut euch ein bisschen gegenseitig. Eine Auslöserfalle wurde in eurer Werkstatt gebaut. Ja, das ist Trainieren. Nach der besonderen Art. Es sind hier vier Skelette, die sich gegenseitig immer wieder kloppen. Bis sie Level 8 erreicht haben. Und so ähnlich kann ich das mit den Salamandern auch machen, nur dass ich die nicht immer heilen muss. So kann ich wenigstens was Nützliches machen, während die Fallen gebaut werden. Sieht ulkig aus, oder? Aber echt. Eine Stahltür wurde in eurer Werkstatt gebaut. Skelette muss ich leider heilen.
Alles andere. Es ist Zahltag. Euer Dungeon ist in ernster Gefahr. Die Geschöpfe sind sauer, weil sie nicht Murmeln spielen können. Okay, der Witz mit dem Murmeln spielen wird langsam. Oll. Aber das Skelette hochtrainieren, das funktioniert wenigstens. Kann ich mir noch zwei Imps leisten? Ja. Und ja, ich mache das mit Absicht so. Ich trainiere jetzt erst die Skelette hoch, weil das sind die einzigen, die mir hier in der Arena sterben können. Und Mana hatte ich ja bis jetzt im Überfluss eigentlich. Aber ich glaube, Level 7 reicht. So. Lassen wir mal die Salamander sich klopfen. So, klopft euch. So, sehr schön. Das wiederum nicht, dass die Teufler dahin wollen, das Gold abholen. Aber egal. Soll er ruhig dahin gehen, ich helfe ihm mal ein bisschen nach. Solange er der Einzige ist, der das im Augenblick machen will, kann es mir egal sein. Oh. Da hat es die ersten Salamander ausgenockt. Die Schlacht in der Arena ist vorbei. Und ja, so wird das eigentlich gemacht. Man wirft einfach alles rein. Und dann guckt man, dass man genug Imps hat, die dann eine Wächterfalle wurde alles abtransportieren. Jetzt haben schon mal ein paar Salamander-Stufen gekriegt. Jetzt heilen sie sich hoch. Jetzt lassen wir sie kurz hochheilen und was essen. Und dann können sie den nächsten Kampf bestreiten. Oh, nebenbei. Das hätte ich jetzt fast vergessen. Ich wollte die Hühnerfarm ja größer machen. So. Ist auch noch nicht perfekt. Der Teufler wurde unglücklich, weil er nichts zu essen hat. Ah, dann gehe hierher.